feiert Rock in der Muschel und was alles dazugehört. Ich freue mich, dass viele schon den Weg zu uns gefunden haben. Die restlichen, die sind draußen auf der Reichenbach am Kreisel, weil da dürfen sie noch 10 Stundenkilometer fahren. Deswegen dauert das ein bisschen länger. Ja? Also, ich sag mal, ihr habt schon was zu trinken. Das Wetter spielt auch mit. Wir werden keinen Regen haben. Und ich habe für euch die Informationen, die ihr braucht für die nächsten 3 Tage. Ihr werdet auf jeden Fall gespannt sein, was in den nächsten Tagen passiert. Und ich kann euch sagen, es gibt ein mega geiles Programm. Wetter wird mitspielen, also das haben wir hingekriegt. Wir haben auch ein paar Sponsoren, die das Ganze wieder auf die Beine gebracht haben. Und ich denke mal, wenn die 3 Tage am Sonntag rum sind, könnt ihr wieder sagen, dann habt ihr gefeiert und es war mega geil. Oder? So, also, jetzt machen wir Folgendes. Heute Abend gibt es eine Band. Das Verrückte ist, diese Band war schon zigmal in Darm, aber in dieser Besetzung war sie noch nicht da gewesen. Ich habe es auch noch nicht gehört, ich bin echt gespannt. Sie haben vorhin den Soundcheck gemacht. Ich kann euch sagen, es gibt eine ganz heiße Kiste heute Abend. Ich hoffe, dass da ungefähr so 2.000 bis 3.000 Leute da sein werden, die sich das Konzert anschauen. Denn heute Abend gibt es wieder live auf dieser Bühne The Queen Kings. So. Und Mädels, besser gesagt, 3 Bands mitgebracht. Die eine heißt Acoustic and Amazing. Und dann haben wir OSH. Das müsste mir jetzt französisch aussprechen, weil die Jungs kommen direkt aus dem Elsass. Sind schon mehrfach hier in Darm gewesen, haben auch riesige Erfolge gefeiert, kann ich euch sagen. Die sind zu Hause, ja, kann man sagen, eigentlich Stars, wenn die auf der Bühne stehen. Und als dritte Band dann gegen Abend 311 XXL. Also, 3 Bands, ein Tag. Ich kann euch sagen, das wird eine ganz heiße Nummer. Also. Dann haben wir Sonntag. Sonntag, ja, können wir anfangen mit dem Frühschoppen. Und für alle, die am Sonntagmorgen nichts zu tun haben, 11 Uhr geht's los mit Blasmusik. Und an sich und allein, die gescheite Blasmusik kommt aus Bundenthal. Dann haben wir den Musikverein Bundenthal. Die fangen um 11 an. Also, das wäre doch mal wieder was. Weißwurst, Brezel und Weißbier. Sonntagmorgen einfach im Park ein bisschen Platz nehmen und einfach mal schauen, wie das Wetter so wird. Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Wäre eigentlich mal eine super Idee. Ich bin auf jeden Fall da. Und dann haben wir ab 17 Uhr Jammin' Six, die hier auf dieser Bühne stehen. Sie machen richtig handgemachten Rock von Pink Floyd, AC/DC. Alles, was ihr euch so von Herzen wünscht, sage ich jetzt einfach mal, wird auf dieser Bühne gespielt. Also Sonntag. Ich denke mal, dass wir dann so gegen 22, 23 Uhr fertig sind. Ja, und dann haben wir es geschafft. Es gibt wieder 3 Tage, dann feiert. Also, holt euch noch was zu essen, holt euch was zu trinken. Wir machen ein bisschen Musik für euch derweil, bis das Konzert anfängt. Das kann eine Weile dauern. Wir sind, ja, das Codex Disco Team, der Svenny und der Frankie. Und wir wünschen euch auf jeden Fall einen richtig tollen Abend. Bis gleich.